In einem meiner letzten Videos wurde mir nahegelegt, dass ich doch mal vielleicht die Cappy-Variante ändern sollte oder vielleicht sogar das Cappy ganz weglassen sollte. Und tatsächlich bin ich momentan auf dem Weg weg von den Cappys, ja, aber ihr kennt die aktuelle Situation, die Friseure sind geschlossen, meine Haare machen, was sie wollen und langsam aber sicher mutiere ich hier zum dicken Wookie, ja. Aber heute soll es nicht um meine Haarpracht gehen oder um die Cappys, ich wollte das Thema nur kurz anschneiden, ich weiß nicht warum, aber heute geht es um Halloween aus dem Jahr 2018 und in Hollywood ist es momentan wohl Trend, wenn man eine Filmreihe gegen die Wand gefahren hat oder einfach nicht mehr logisch bei einer Filmreihe weiterkommt, ja, oder schlichtweg einfach keine neuen Ideen mehr hat, dann nimmt man eine beliebte Filmreihe, macht ab einem gewissen Teil einen Cut und ignoriert alle Fortsetzungen, die danach gekommen sind, ja, und erfindet die Geschichte praktisch neu. Erzählt das Ganze logischer, plausibler, will ein bisschen das Franchise auffrischen. Ja, so hat man es zum Beispiel bei Terminator versucht, eher schlecht als recht mit Terminator Dark Fate. So wird man es in Zukunft mit Der Exorzist machen, was momentan für mich eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber man soll ja nie zu vorschnell urteilen. Ja, und so hat man es auch bei Halloween getan. Und bei Halloween finde ich, ist man da den richtigen Weg gegangen, denn Halloween ist für mich eine sehr gute Fortsetzung und einer der besten Halloween-Filme, der mit unter anderem rausgekommen ist. Natürlich, das Original von John Carpenter ist ein Klassiker, ist und bleibt ein sehr guter Film. Alleine die Erzählstruktur, die Erzählweise, ja, die Atmosphäre, die man in dem Film hat, der Soundtrack, die Art, wie Michael dargestellt wird, dieser geheimnisvolle Babysitter-Killer, das sind alles so Elemente, die einfach unverkennbar sind, ja. Und man hat diesen Teil genommen und hat von da an alles ignoriert und hat die Geschichte weitergesponnen. Man geht 14 Jahre weiter. Man hat hier auch Jamie Lee Curtis wieder mit am Start. Man versucht die Geschichte plausibel weiterzuführen. Und das hat sehr gut funktioniert, wie ich finde. Es ist mit unter anderem einer meiner Lieblingsfilme, Halloween aus dem Jahr 2018. Man hat hier einfach versucht, einen guten Spagat hinzubekommen. Man hat die alten Fans bedacht, man hat die neuen Fans bedacht. Auf der einen Seite haben wir hier diese Huldigungen an das Original. Das fängt beim Intro an, geht über den Soundtrack hinweg. Auch hier hat man eine gewisse Atmosphäre erzeugt. Man hat am Ende auch einen packenden Showdown, der einen mitreißt. Das hat alles richtig viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite haben wir dann den Soundtrack ein klein wenig modernisiert, aber natürlich nicht verfälscht. Ja, man hat hier das Ganze auch ein bisschen rasanter gestaltet, hat hier die neueren Fans ein bisschen bedacht, er ja, hat auch ein paar mehr Gewaltspitzen drin wie beim Original, aber auch nicht zu übertrieben. Ja. Man hat aber auch hier wieder noch die alten Elemente drin, wo man zum Beispiel die Ego-Perspektive sieht mit den Atemgeräuschen, aber auch Michael, der dann hier frontal gefilmt wird, ja, der brachial ist, der durch die Stadt läuft und einfach die Leute niedermetzelt. Ich finde, man hat das perfekt kombiniert, perfekt gemischt und hat hier einen soliden Horrorfilm abgeliefert. Der Film wurde auch überwiegend positiv aufgenommen und deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis da wieder Fortsetzungen angekündigt wurden. Die sind zum Teil auch schon abgedreht, wurden dann aber leider wegen Covid-19 verschoben. Aber jetzt 2021 ist es dann hoffentlich soweit, wo Halloween dann auch in die Kinos kommt, die Fortsetzung. Ja. Und das ist eine Filmreihe, wo ich sagen muss, da können die noch 100 Fortsetzungen machen. Mir macht es einfach immer wieder Spaß, Michael in einer neuen Geschichte auf der großen Leinwand zu sehen. Da der Film so gut angekommen ist, sind nicht nur Fortsetzungen natürlich angekündigt worden. Nein, der Film wird auch allgemein vertrieben, ja, in etlichen Variationen. Es gibt viel Merchandising, es gibt verschiedenste Filmvarianten und natürlich wird auch da die Kuh dann ein bisschen gemolken. Und ich muss sagen, ich bin da ein bisschen auf den Zug mit aufgesprungen. Ja. Ich habe hier zwei Steelbook-Varianten, ich habe eine VHS Retro Edition, ich habe hier eine kleine NECA-Figur, eine große 1:4 NECA-Figur und ja, ich bin da ein bisschen verrückt. Ja. Das ist so ein Film, wo ich dann mehrfach in der Sammlung habe, genauso wie die neue Interpretation von Evil Dead. Da habe ich auch mehrere Varianten zu Hause. Es hat mir alles so gut gefallen von den VÖs, dass ich da einfach viel haben musste. Und jetzt haben wir hier noch dieses Mediabook von Nameless Media. Das
war ein Weihnachtsgeschenk vom lieben Mischa. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank. Und das schauen wir uns gleich mal an. Ja, das Nameless hat Mediabooks rausgebracht. Universal selbst hat noch Mediabooks rausgebracht, die dann irgendwie, glaube ich, nur bei Mediamarkt und Saturn vorhanden waren. Ja, also auch hier wieder neue Veröffentlichungen, unter anderem auch mit 4K, manche auch nur mit Blu-ray. Und ich habe hier Cover-Variante B von Nameless. Und was mir auf den ersten Blick hier auffällt, auch hier haben wir wieder eine J-Card vorhanden. Nameless scheint wohl jetzt diesen Weg zu gehen mit den J-Cards und ich denke, da werden viele Fans ein bisschen sich vor den Kopf gestoßen fühlen, weil hier dann die Limitierungsnummer auf dem Informationsblatt drauf ist und nicht mehr auf dem Mediabook. Aber allgemein ist dieses Mediabook auch ein klein wenig größer, nur ganz minimal größer als die Standard-Mediabooks, auch was die Dicke angeht und allgemein die Größe. Es wirkt ein bisschen wuchtiger an der Hand und haltet mich verrückt, aber es wirkt für mich auch irgendwie wertiger dadurch. Ja, wirkt irgendwie hochwertiger. Man hat richtig was in der Hand, obwohl es halt dieselben Materialien sind. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein crazy Sammler. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, schauen wir uns das Teil jetzt mal an. Und so sieht das Ganze dann erstmal aus, wenn wir es aus der Folie befreit haben. Wir sehen hier noch Teile der Informationskarte bzw. der J-Card. Wir sehen unten den Halloween-Schriftzug. Wir sehen oben, dass wir ein Nameless Limited Media Book haben. Und wir schauen uns dieses Informationsblatt mal etwas genauer an. Und wenn wir uns die Rückseite der J-Card ansehen, dann sehen wir hier etliche Szenenbilder aus dem Film. Wir haben hier ein sehr cooles Bild von Michael Myers. Wir haben eine Inhaltsangabe. Wir sehen unten nochmal das Bonusmaterial, welches hier enthalten ist. Wir sehen, dass wir hier im Mediabook einen 28-seitigen Buchanteil mit am Start haben. Wir sehen die Limitierungsnummer. Das Ganze ist auf 333 Stück limitiert. Wir haben hier die Nummer 156 und unten sieht man nochmal, dass man Cover-Variante B hat, dass man hier noch etliche Angaben zu Ton- und Bildformat hat. Man sieht unten, dass der Film ab 16 Jahren freigegeben ist. Das Mediabook selbst kommt in einem dunklen Design daher. Wir haben ein mattes Artwork. Einzig der Schriftzug Halloween hat hier einen Hochglanzeffekt. Wir sehen vorne auf der Front Laurie Strode, die aus dem Hintergrund von Michael Myers beobachtet wird. Ein sehr schönes Cover. Wenn wir dann auf die Rückseite gehen, sehen wir hier nochmal das Bild von der J-Card, wo Michael mit dieser Glocke an der Kette steht. Und das gefällt mir richtig gut. Ein sehr, sehr schönes, düsteres, schmutziges Artwork. Brachial kommt Michael daher. Ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Und ich glaube, das wird auch meine favorisierte Seite von diesem Mediabook. Das Spine kommt dann typisch daher. Wir haben Blu-ray-DVD-Logos vorhanden. Wir haben nochmal einen Teil des Frontartworks, den Halloween-Schriftzug. Unten nochmal das Nameless und Universal Logo. Dann schauen wir ins Mediabook rein und wenn wir das öffnen, sehen wir hier zuerst wieder mal ein schönes Bild von Michael Myers. Wir sehen hier die Blu-ray-Disc. Und das ist ein durchgehendes Artwork. Wir erkennen hier, dass wir eine Fadenbindung haben und wir blättern das Ganze mal durch. Dann haben wir hier ein schönes Bild vom Set, wo wir den Grabstein von Judith Myers sehen. Und gehen hier weiter. Auch hier wieder ein schönes Bild von Michael. Und dann haben wir hier die erneute Rückkehr einer Horror-Ikone. Da wird ein bisschen drüber erzählt, welche Filme schon alles gekommen sind. Und dass man immer wieder versucht hat, hier die Filme an die neueste Generation anzupassen. Ja, dass man dann aber jetzt mit Halloween 2018 versucht, den Mythos Michael Myers zu respektieren und neu zu erfinden, dass das Ganze schon allgemein als eine Trilogie geplant war, ja, dass natürlich alles abhängig war vom Erfolg vom Halloween 2018. Ja, dann hat man hier die neue Wege, die man damals eingeschlagen hat. Nach Halloween 2 kam ja Season of the Witch und damals versuchte man eigentlich, Michael Myers dann komplett zu ignorieren. Ja, wenn Halloween 3 damals ein Erfolg gewesen wäre, dann hätte man jährlich einen neuen Halloween-Film mit einer ganz anderen Geschichte gehabt. Und zum Glück hat das nicht so funktioniert, sonst wäre Michael vielleicht heute schon Geschichte. Dann hat man hier den Versuch eines Reboots. Da geht man schon mehr auf Halloween Age 20 ein, wo man auch schon so ein bisschen die Fortsetzungen ignoriert hat und an die Geschehnisse von damals von Laurie Strode anschließen wollte. Auch Jamie Lee Curtis hat hier wieder mitgespielt und die Geschichte wurde weiterentwickelt. Ist für viele auch eine der besten Halloween-Verfilmungen Age 20. Ja.
Und leider ist ja dann in Resurrection Jamie Lee Curtis verheizt worden. Und jetzt geht man dann hier halt diese neuen Wege. Dann Halloween Returns. Auch hier geht es dann darum, als schon vor ein paar Jahren die Gerüchte im Internet kursierten, dass ein neuer Halloween gedreht wurde, bis dann letztendlich hier der neue Halloween entstanden ist. Hier haben wir nochmal ein Bild von Jamie Lee Curtis. Und ja, so geht es hier dann auch weiter. Jamie Lee Curtis, die hier erwähnt, dass jetzt die neue Fortsetzung, die kommen wird, ein Meisterwerk sein soll, ja, der schon dann in die Richtung Terrorfilm gehen wird. Den Teaser, den man zu Halloween Kills schon gesehen hat, lässt das auch schon leicht erahnen, dass es da ein bisschen brutaler und brachialer zur Sache geht. Hier hinten haben wir dann ein schönes Artwork von Sciotti, wobei ich sagen muss, dieses Artwork wäre eigentlich mein favorisiertes Cover gewesen vom Mediabook, aber was mir immer irgendwie komisch ins Auge fällt, ist diese Hand von Michael. Ja, die sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Ja, das sieht irgendwie nicht so perfekt aus. Ich weiß nicht, woran es liegt, ja, aber irgendwie wirkt diese Hand zu klobig, keine Ahnung, aber im Großen und Ganzen ist dieses Artwork doch schon recht fantastisch. Dann haben wir hier hinten nochmal die verschiedenen Timelines, ja, wie man auf die Halloween-Filme zurückblicken kann, wie man die Timelines sich legen kann. Da gibt es verschiedenste Varianten. Und dann haben wir hinten nochmal ein paar Artwork- und Promogalerie-Bilder. Da blättern wir jetzt einmal kurz durch. Ich hoffe, das spiegelt hier nicht zu sehr. Und für mich auf jeden Fall ein gelungener Film. Ich freue mich auch auf die Fortsetzungen. Für mich ist das einer mit unter anderem der besten Halloween-Filme. Und dann hier nochmal ein paar Cover-Varianten. Die sind ja zum Teil als Mediabook und Steelbook-Varianten herausgekommen. Und hinten da nochmal Quellen und weiterführende Informationen. Dann kommen wir auf der letzten Seite an. Haben hier nochmal dieses schöne Bild. Ein durchgehendes Artwork auch. Und hier sehen wir dann noch die DVD. Und das war's dann auch schon zu diesem Mediabook. Ich wechsle nochmal die Position. Bis gleich. Und das ist das Mediabook zu Halloween aus dem Jahr 2018. Und ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Varianten dieses Films ihr zu Hause habt. Wie findet ihr dieses Mediabook? Wie findet ihr den Film allgemein? Feiert ihr ihn genauso, wie ich es tue? Oder sagt ihr, nee, war nicht mein Ding, hat mir gar nicht gefallen? Ja, schreibt mir all das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, lasst mir gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir und dann sehen wir uns auch ganz bestimmt beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.